Moin, moin. Mathilde, bleib mal stehen. Du hast so einen Pfeil von mir. Hab ihn, danke. Bitte. Ja, wir sind hier immer noch in diesem Scheißgebiet. Ich bin da oben gespawnt und mit mir sind auch gleich die Zombies gespawnt. Darum hatten wir jetzt keine Zeit, auf Aufnahme zu drücken. Ich muss mich hier erstmal reorganisieren. Irgendwie. Storage. Das kann mal raus. Kommt irgendwas zwei Wasser rein. Ja. Ja, ich muss auch gerade erstmal gucken, was ich hier noch trage. Ein Bergbauhelm. Und die kurze Hose weg. Ja, warte, ich komme gleich mit. Lauf hier nicht alleine rum. Sonst stirbst du nur. So. Ach, da waren wir anscheinend schon drin. Die Tür ist nämlich offen. Ich weiß es nicht mehr, wo wir drin waren. Auf jeden Fall ist die Tür offen. Zu Pop-Up-Pilz könnten wir auch gehen. Oder in Pete's Pub. Warte mal, ich bin immer noch überladen. Muss ich was essen oder so? Nö, nee, geht eigentlich. Bist du, wo bist du? Ich bin die Straße einfach ein bisschen runtergerannt. Ich trau mich hier allein nicht. Hier ist so ein Working Stiff Tools noch. Working Stiff Tools klingt gut. Warte, ich nehme das Moppen ein bisschen mit. Bei Pop-Up-Pilz war man nicht dabei, war man nicht drin. Ja, ich hole auch mal ein Moped. Dieser Shotgun-Laden haben wir ja durch, ne? Aber oben war noch ein Rucksack. Ich gehe ganz kurz nochmal hoch. Okay. Nicht, dass da noch irgendwas drin ist. Direkt hier am Eingang war ein Rucksack. Und die Frames nehme ich auch gleich wieder mit. Das ist ein teuer. Wenn die Zombies hier rauskommen, sollen sich dieses Genick brechen. Hier sind Sachen. Steinaxt, Level 4. Dann ist das von einem Zombie? Keine Ahnung. Wieso sagt der, ich bin ein Kamba? Was ist denn ein Blues? Blues Seed? Ach, irgend so ein blauen Seed, ich nehm's mal mit. Blueberry Seed? Ja. Oder Blue Spruce? Das sind die Eistannen hier. Achso, dann sind sie doof, dann brauche ich die nicht. Ich bin für Popper und Pilz, oder wie der Laden hieß. Okay. Filter brauchen wir nicht, oder? Autofilter? Nee. Dann zerlege ich den. Darf ich auf den Zombie schießen? Welchen? Der da liegt. Ja, mach doch. Oh. Ach nee, der. Also, ich will, bevor ich reingehe, hier mal die Scheibe kaputt hauen. Sonst blutest du wieder. Okay, jetzt darfst du. Okay. Da ist einer hinterm Regal. Ups, daneben. Oh. Brauchst du Cowboy-Stiefel? Nicht. Gut, mich auch nicht. Der sieht ein bisschen schnell aus, da der eine. Ja. Ey, warum trifft man immer dieses
Scheiße. Ah, daneben. Weder war Geld drin, du Sack. Sehr schön. Ist der andere auch so? Flink? Tja, ihr Schweine, könnt euch nicht bücken, ne? Achso, das war Koppel. Honig. Ist ja der Hammer hier gewesen. Oh, 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 oh. Geh zurück. Komm da nicht durch. Ich lenk ihn ab, aber... Wow, da ist noch einer. Ah, Hilfe. Komm hier nicht durch. Ich hab dir nicht helfen können. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich weiß. Die sind einfach zu stark hier, die Schweine. Ich weiß. Ey! Haben wir noch Fahrzeuge zu Hause? Ein Fahrrad ist noch da. Sonst nichts. Ich laufe. Ja, diese Schweine sind auch mal so schnell, ey. Wenn der Loot hier nicht so gut wäre, ne? Ja. Ah, der Kapo ist noch heiß. Ah. Ja, der ist ja auch frisch gemacht. Ja, danke. Bitte. Ich glaube, in den letzten Male bin ich sehr häufig gestorben, ne? Ich glaube, gestern, den letzten Tag bin ich viel gestorben und davor den Tag bin ich viel gestorben. Ah, ist aber gut, wir wechseln uns ab. Hm. Auf jeden Fall möchte ich diese Nacht nicht mehr unter einer Decke verbringen wie die letzte. Sondern die Decke möchte ich bei uns im Bergwerk verbringen, damit wir wieder ein bisschen Stahl produzieren können, damit wir dann auch noch mehr Blade Traps machen können. Ja, können wir. Fällt gerade auf, ich hätte was essen sollen. Können wir machen. Damit wir dann in der nächsten roten Nacht... Also ach, das Gebäude ist ja noch gar nicht fertig. Das ist ja hier ein Teil. Ja, das ist so ein Doppelgebäude. Ja, und ich sehe schon den nächsten Leuchte-Wichser. Und ich habe zwei Zombies angelockt. Einfach weil ich hier stehe. Scheint so ein Einkaufs-, so eine Mall zu sein oder sowas, ne? So eine kleine. Dann also müssen wir auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, gucken, dass wir wirklich jetzt mal anfangen, richtige Munition zu machen, dass wir mit Schusswaffen einfach viel, viel besser aufgestellt sind. Ja, wir müssen die Schusswaffen aber auch upgraden, ne? Weil ich habe auch das Gefühl, ich habe schon zwei, drei Punkte bei der Schrotflinte reingepackt. Die ist noch so geil wie am Anfang, nämlich gar nicht irgendwie. Früher hatte die Schrotflinte richtig Flächenschaden. Das ist irgendwie alles nicht mehr der Fall. Trau mich den schon gar nicht mehr anzugreifen, den da. So, lad nach, 20 Minuten später. Jetzt bin ich mal schlau und spring einfach hier hinter. Kommst du, kommst du, kommst du? Juhu, hier bin ich. Oh, da kommt! Ha, voll auf die 12, Junge. Oder Mädchen bist du. Ich bin in Kampert? Von was kann ich bitte in Kampert sein? Ich habe nichts bei mir. Ja, was auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist irgendwie hier ein Problem mit dem Server, keine Ahnung. Nee, ich glaube, der... Es liegt nicht am Server, es liegt am Spiel. Oder so.
Aber ich habe den Zombie erst entmannt und dann getötet. Zweite Mal. Hast du ihm in die Eier geschossen? Jo, aber voll. Volle Latte, du. Ah, nee. Den will ich nicht haben, den Müll. Ah! Ja klar, du triffst mich wieder, du dumme Kuh. Und ich hau gegens Regal. Die habe ich nicht gehört. Von wo kamst du denn her? Ich habe dich nicht gehört. Ich glaube, ein Langzeitprojekt wäre, eine Straße in die Stadt zu bauen. Eine Schnellstraße? Hm. Aber, weiß nicht, das ist... Ob sich das rentiert mit der Schnellstraße? Dann haben wir die Schnellstraße fertig in der Zeit, in der wir die Schnellstraße gebaut haben. Müssen wir da nicht mehr hin. Ja, richtig. Wäre aber lustig. Wenn du meinst. Ah, hier gibt's einen Fahrstuhl. Okay. Boah, gehen wir gleich in den Keller oder warte ich da auf dich? Ich bin schon fast in der Stadt. Also da, wo du vorhin gestorben bist, habe ich eigentlich alles leergeräumt auf der Etage. Aber hier unten nicht. Okay. Seid ihr normal oder seid ihr rennende Zombies? Hier ist ein Dance till you die. Ja, ich habe keine Zeit. Ich hack einfach. Ah, hat nicht geklappt. Die waren langsam, okay. Ich wusste nicht, ob das schnelle waren, aber so schnell. Ich konnte die Treppe nicht so schnell kaputt schlagen, wie sie kam. Aber du bist schon da, ich hab dich gehört. So. Du bist nach oben gegangen? Nee, nach unten. Hier sind wohl die Klos. Oh, ich habe eine kurze Hose, die werde ich gleich mal zerlegen. Und was zu essen gefunden, das werde ich mir gleich mal essen. Ich brauche Energy. Ach, ah, da bist du! Pass auf, ich habe hier noch sonst nichts durchsucht, ne? Ganz hoch, okay. Ja, Treppe zum Fahrstuhl hochnehmen, oder will man, wie ist die Treppe hoch? Können wir mal hochklettern. Komme ich da nicht hoch? Okay. Und wie schaut's aus? Ja, das ist auch die normale Treppe, die man hoch hat. Oh, hier kommt man nicht weiter, aber hier ist auf jeden Fall was. Da ist auf jeden Fall ein normaler Zombie. Ah, die normalen sind mir langsam echt lieb. Da kommt auch ein normaler. Ach, der ist schon tot. Der ist stehend gestorben. Okay. Oh, hinter dir! Ah! Der ist nicht normal! Ja, hier kommen noch mehr noch nicht normale. Gestorben, ich will die noch versterben. Ah, hier sind Fallen. Ah, ich bin tot. Ah, ich verblute. Ah, ich bin tot. Ah. Nein. Es reicht mir. Es reicht mir mit der Schnauze. Ich hab die Schnauze voll von dieser Stadt.
Ja, ich töte sie. Nein, 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 nein. Ah! Kommst du näher, Alter? Boah. Ja, ich glaube auch. Du kommst hierher, wir hauen hier ab. Das ist mir auch hier gerade zu viel. So viel Schrotmunition habe ich ja gar nicht. Nee, jetzt fahre ich mit meinem Fahrrad. Ich finde, das ist auch das Problem, wenn mich so ein schneller Zombie dich kriegt. Ach, die Treppe wäre auch kaputt gewesen. Also, die Stadt ist erstmal für mich tabu. Ist ja okay, wenn man mal stirbt. Aber nicht, ich komme hin und bin 5 Minuten später wieder tot. Dance till you die. Ja, so weit kam er gar nicht. Danke für die Info. Schnell gucken, ob die Schrot nachgeladen ist. Ja. Ich habe noch kaum Schrotmunition. Also wir können ja gerne noch ein bisschen in der Stadt bleiben und Autos auseinandernehmen. Aber wir gehen in keine Gebäude mehr rein. Also ich zumindest nicht. Du kannst gerne in ein Gebäude gehen. Kommen wir nicht durch? Doch jetzt. Ja, ich erkunde nochmal vorsichtig. Mhm. Aber hier ist auch die Treppe kaputt. Mountainbiking. Gucken, was auf dem Dach mich erwartet. Geländerad Power. Man hat ja Frames. Kann man ja mal einsetzen. Hm? Nee, ich gehe morgen einfach noch mal zum Händlerchen. Wenn wir da irgendeine Mission irgendwas ausbuddeln oder so. Was ausbuddeln? Ja, keine Ahnung. Hey! Was ist denn gerade passiert, alter Schwede? Hä? Wieso bist du hier? Ja, hä? Frag mich nicht, ich bin gerade auf meinem Moped gespawnt. Hä? Warte mal. Ist es das Moped, was ich verloren hatte? Ist es nicht mal mein Moped? Hä? Das ist nicht mein Moped. Hä? Ich bin hier gerade geglitscht, sag ich schon. Toll, ich war oben auf dem Dach. Aber dein ganzes Zeug hast du noch? Ja, ich bin ja nicht gestorben, aber mein Moped ist jetzt noch da hinten. Warum habe ich jetzt, mein Motorrad meine ich. Warum habe ich jetzt dieses scheiß Moped dabei? Hm. Aber wir haben ein Moped wieder, ist doch gut. Ja, aber ist doch kacke, wenn ich jetzt einfach vom Spiel irgendwo hingespawnt werde. Das ist wahr. Weil du bist da direkt gespawnt, als ich da lang kam. Ja, früher gab es bei dem Spiel, wenn man das auf seinen eigenen, Häkchen-Server... Privatserver auf seinen Rechner gemacht hat, dann gab es immer so ein Problem, dass
Ja, dass die Leute, dass man nicht so weit auseinander sein durfte, dann ist einer nicht weitergekommen. Das ist auch nicht mein Fahrrad. Ich kann das Fahrrad nicht nehmen. Kannst du das Fahrrad nehmen? Ich kann das Motorrad nicht nehmen. Ich kann das Motorrad nehmen. Ich kann das Fahrrad nehmen. So viel dazu. Das so, müsste, jetzt muss ich nur mein Zeug wieder das von da müsste mein Motorrad holen. Sein, ne? Ja. Mann, 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 Mann. Da, hier erlebst du was. Hier erlebst du was, Mensch. Oh, jetzt muss ich erst in den Keller, damit ich wieder nach oben kann, damit ich an meine Sachen rankomme. Ja, ich will auch noch mal da rein. Wir gucken, was auf dem Dach ist. Ach ja, ich verdurste. Trink doch mal was, Junge. So. Nee. Ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Nee, nee, du gehst, ich du machst gehe Autos. Autos auseinander. Ja, mach Autos. Ist ja gut. Hast du dir verdient. Ich bin heute schon zweimal gestorben. Das reicht. Ja, ich will ja auch nur gucken, was auf dem Dach ist, weil da habe ich eine gute Möglichkeit, mich zu verteidigen. Wenn ich nicht gleich wieder nach unten gespawnt werde. Und die Fackel nimmt man mit. Kann ich die nicht mitnehmen? Vielleicht ist da ja so ein Portal. So ein Portal-Portal. Ein Portal-Portal? Hm. Wäre mir neu in diesem Spiel. Ein Portal-Portal. Oh, lass mich da durch. Hui! Ich versuch's nochmal. Whip, whip und zack. Ey, du bewegst dich. Hör auf dich zu bewegen, wenn ich auf dich schieße. Ah, irgendwo da hinten ist auch einer gewesen. Juhu, ich habe einen Motor. Ja. Motoren sind immer gut. Die kann man echt gut gebrauchen. I Kackvogel. Eine Abneigung gegen Kackvögel. Noch ein Motor. Du, 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 du. Du, 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 du. Mit Soundeffekt. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Hier geht's noch weiter. Ich hab ein Messer dabei. Ah, ich bin jetzt im Nachbargebäude gelandet. Mhm. Scheint ein bisschen kaputt zu sein, das Gebäude. Ja, ich höre da auf jeden Fall was oben. Oh. Schau mich hier weiter nach Autos um, die ich zerlegen kann. Alter! Die kommen da irgendwie hoch. Was hast denn das gemacht, Freund und Kupferstecher, du? So, ich habe jetzt auch die Nase voll. Wäre schon fast wie in eine Falle gelaufen. Gut. Schön, die Stadt. Mhm.
Ich finde, die Stadt ist so kalt wie der Tod. Ich nenne sie jetzt die Stadt. Die Stadt des Todes. Nicht sterben. Alter Schwede, geil. Leck mich! Leck mich! Wo ist mein Moped? Ich hau ab! Ich hab die noch getroffen. Zweimal schon. Dreimal. Habe ich da hinten auch geparkt? Hast du. Super. Mein Moped steht hier bei mir. Ich hau auch ab. Ich hab keinen Bock mehr. Fickt euch doch alle. Ihr Kack-Zombies. Fickt euch. Können wir nach Hause? Ja, ich muss jetzt nur den Weg nochmal hier rausfinden. Ah, scheiße. Laterne. Super, dass du... Ey! Steig aufs Moped, Alter! Super, danke! Ah, Love, bringst du mir die Zombies her? Weg hier! Weg, 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 weg! Aua! Wir fahren auch in die unterschiedlichsten Richtungen. Aus Panik, ey! Warte, ich muss doch hinten fahren. Ah. Hauptsache weg. Wir fahren immer noch falsch. Scheiße, ich fahr falsch. Ach. Ich dachte gerade, ich wäre grün, aber ich bin blau auf der Karte. Oh, Panik. Die Armbrust ist einfach zu langsam, aber der Bogen macht ja zu wenig Schaden. Das war anstrengend. Juhu, ich sehe schon die Brücke in die Freiheit. Tada. Na, die sind da echt schon hardcore, ey. Ja. Gibt's eine Kettensäge in diesem Spiel? Ja, gibt es. Ui. Henrich, jetzt mach bitte kein Blödsinn mehr auf den letzten Meter. Ich bin gesprungen gegen einen Zombie und bin dann so quasi irgendwie umgeglitscht oder umgeflogen. Ja, aber von der Stadt habe ich erstmal die Nase voll. Ich auch. Die sind mir zu schnell, die Zombies. Ich mag keine schnellen Zombies. Wo sind denn diese langsamen Zombies wie aus dem Film? Die mag ich. Ja, ich finde diese schnellen Zombies wie bei World War Z sind einfach nur kacke. Flammenwerfer wäre richtig geil, fällt mir gerade ein. Das wäre cool. Das müsste sowas sein wie, wie hieß das Spiel noch, was wir gespielt haben? Zomboid, ne? Mhm. Da ging es ja auch, dass man selber die Häuser anzünden konnte. Ja, indem man einfach den Herd angelassen hat. Ja, genau, aber so mit Flammenwerfer, dass man auch die Gebäude abfackeln könnte. Geil. Schön dick Flammenwerfer. Und den Erdbohrer brauchen wir noch. Oh ja. Das heißt, wir machen jetzt einfach ganz viele Dingsmissionen vom Händler. Vielleicht gibt er uns irgendwann mal einen. Ja gut, das ist ein Plan. So. So, jetzt heißt es ganz viel entladen. Yes. Oh, Krankenwagen. So, ich habe ein Fahrrad. Ich habe zwei Fahrräder dabei. Hä? Warum habe ich zwei Fahrräder?
Weil du zweimal gestern gestorben bist und beide Male mit dem Fahrrad hochgefahren bist, wahrscheinlich. Na, bestimmt nicht alle meine Bikes gewesen, oder? Nee, ich habe hier auch ein Fahrrad, das auch irgendwie nicht meins ist, also. Hä? Wie haben sich die Fahrräder denn jetzt vermehrt? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten doch nur zwei. Ich weiß es nicht, Heinrich, ich weiß. Das heißt, wir haben jetzt echt drei Fahrräder? Anscheinend. Pack mal deine aus, also ich hab sie noch nicht gesehen. Ja, gleich, ich bin hier gerade mal erstmal an mich aussortieren. Ach, ich mach's gerade falsch rum, scheiße. Das muss doch in meiner Tasche. Oh. So, ich mache jetzt erstmal eine Schnellentladekiste, wo wir irgendwie erstmal nur Zeug rein. Damit fange ich nicht an. Nee, ich will jetzt einfach nur schnell das Zeug rausholen. Ja, dann entlade ich ja nie, packe ich ja nie alles richtig ein. Das mache ich gleich, sobald ich wieder am Haus. Das Ding ist, das Fahrrad, das nicht meins, das kann ich ja nicht aufstellen. Also packe ich das hier in eine Kiste. Unter Reserve, das gilt als Reservefahrrad oder was? Nee, das ist ja das Taschenmotorrad, auf dem du auf einmal gespawnt bist. Ja, das war auch, glaube ich. Ach, warte doch, das kann ich ja aufstellen. Oh, ist ja auch ganz schön kaputt hier. Wo ist denn deine Sammeldurchweg-Müllkiste? Das ist die hier. Drei Motoren hast du gekriegt? Jo. Nee, das sind meine. Behalte ich. Ich würde dann gleich den Zugang zu unserem Haus wieder dicht machen. Boah, ich gehe noch einmal. Achso, weil es ist ja schon 9:30. Ah, mei. Ich wollte es nur gesagt haben. Die ein, zwei Minütchen da. Ich wollte es nur gesagt haben. Nicht, dass du dir wehtust, lieber. So, ich hole mal ganz schnell. So, also, Waffen nehme ich jetzt erstmal mit. Waffen und Munition. Obwohl, ein bisschen Wasser und Essen lasse ich mal drin. Und jetzt bin ich fertig. So, hier kommen Waffen rein. Waffenkiste ist voll. Aber hier ist Munition drin. Sollte hier Munition drin sein? Ich glaube, da sollte keine Munition drin sein. Hier sind auch Waffen. Schau ein. Okay. Oh, warte. Die kann ich zerlegen. Ja, ich glaube, wir packen erstmal ein bisschen Sachen rum und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like, einen Kommentar. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.